Geiles Popöchen. Hallo meine Lieben, ich befinde mich gerade im Cheap One Studio, denn ich begleite heute mal wieder einen Dreh. Wir drehen hier gerade Flying Pandas für LaVou. Alle, du musst doch nicht so dicht ran. Eine richtig coole Szene mit der lieben Amrei. Es geht einfach darum, dass es nicht möglich ist, einen Ninja zu daten. Das war wirklich ein Otto. Autoblick. Vor allem, du hast dein Kind in den leeren Blick, hast noch ein bisschen Hartz IV reingepackt gerade. Das war nicht so gut. Hallo. Hallo. Ich muss kurz gucken, ob ich auch gut ausgeleuchtet bin. Ja, jetzt hat man so fällt. So, ich gucke jetzt mal, was das überhaupt für eine App ist. Ich brauche ja sowas nicht, weil ich ja schon fast seit fünf Jahren schon mit Cenk zusammen bin. Ich habe schon richtig viel davon gehört. Deswegen gucke ich jetzt einfach. Warum redest du so leise? Red nicht leise. Wo komme ich her? Köln, ne? Ich füge einfach mal ein Foto mit Cenk ein. Da kommt niemand auf den Gedanken, dass ich irgendwas Besonderes. Sieht man das? Ja. Hier Live-Radar. So sieht dieser Live-Radar aus. Gehe ich näher hin, oder wie? 65 Personen in 1,3 Kilometer. Da, das Herzle bin ich. Das sind die Leute außenrum, die Punkte. Nein! Oh mein Gott! Schatz, guck mal! Oh. Wie witzig ist das denn? Hä? Oh mein Gott! Ja, okay. Verfolg ihn mal. Jan Meyer von Hate Crime. Jan Meyer, was machst du auf LaVou? Ja, ja. Der Jan. Aber der Jan Meyer ist auch ganz dicht dran. Schau mir mal an. Ja, ich habe ja mein Bild reingemacht, ne? Mach schnell ein anderes Bild. Oh, wer ist verifiziert, ist der? Ja, Jan Meyer ist verifiziert, Leute. Wee. Sei nicht schüchtern und wage den ersten Schritt. Okay, dann wage ich doch mal den ersten Schritt. Hello. Er hat es immer noch nicht gelesen. Jan, was ist denn da los? Jan findet Tattoos und Piercings erotisch. Was läuft bei dir im Player? Dance, House und Electro. Jetzt sind hier so die tiefsten Geheimnisse von Jan Meyer. Ich hatte schon 3 Profilbesucher. Wow. Ist das so? Ja, ist so. Hier. Hey, du kannst sehen, wer dich besucht? Ja. Zeig mal, was hier für Leute dich besuchen. Oh, interessant. Alles so eine Mucki, Leute. Und Action. Als ob man so weitermacht. Ja, genau. Hallo. Hallo. Sie dreht für die ARD Kuhflüsterin. Könnt ihr mal reingucken? Februar, März. Cool. Also ich gucke da auf jeden Fall mal rein. Bin ich mal gespannt, wie du so als Austauschschülerin. Sie ist Austauschschülerin aus Australien. Aus Australien. John ist unser Stuntman heute. Sag mal hallo, John. Hi. Warte mal, dann Ninja. Nein, das ist kein Ninja mehr. Das ist ein Opfer. Ich zeige mal ganz kurz, wie man mit einem handelsüblichen schwarzen T-Shirt ein Ninja-Kostüm bastelt. Und zwar, ihr geht da, schlüpft da rein, wie sonst auch, aber nicht mit dem Kopf durch, sondern... Hallo, hey. Einfach durchschauen. Lasst die Öffnung hier vorne. Dann macht ihr hier so einen schmalen Spalt draus. All das, was hier übrig stehen bleibt, das könnt ihr reinklappen. Dann nehmt ihr die beiden Ärmel und zieht ihr die beiden Ärmel nach hinten weg. So. Das würde ich. Guck mal, ist doch cool, oder? Ja. Dann unter auch noch schwarz, wenn ihr unter schwarz tragt, schwarze Hose, dann habt ihr auf jeden Fall so ein komplettes Set. Viel Spaß bei Fasching, Karneval, tschüss. Ich check jetzt mal ganz kurz, was ich so tut bei LaVou. Oh, Jan hat dir eine Nachricht gesendet. Oh, Jan hat mir eine Nachricht gesendet. Ah! Hat einfach mal so ein Heulsmiley, so ein Lach-Heulsmiley geschickt. Jan hat mir jetzt auf WhatsApp geschrieben, mein Profil gepostet und meinte, denke mal nicht dein Account. Also er denkt, das ist irgendein Fake oder so. Richtig lustig. Ja, da bin ich. Danke Jan, aber ich bin's wirklich. Ich habe jetzt Jan mal geschrieben, nee, das ist nicht mein Account und er soll mal weiter mit der schreiben, weil ich wissen möchte, wer das ist. Dann schickt er mir hier den Chatverlauf und meint, ist eh ein 14-jähriges Kind. Und dann auf LaVou.
witzigerweise, kommt dann auch eine Nachricht von Jan. Und dann meint er, gerade mit Barbie gesprochen, aber netter Versuch. Applaus. Hä, das heißt, du veräppelst du ihn gerade? Ja, klar. Ach so, du bist ja gewieft. Es ist auch witzig, das kann sich bis ins Unendliche auf die lustigste Art und Weise entwickeln nun. Aber Baby, hast du auch Lavu? Nein. Ich auch nicht. Nur jetzt gerade, um Jan zu verarschen. Hast du Lavu? Ich hab Lavu, ja. Und dein Akku ist leer. Ja, wenn du mal deinen Namen jetzt in die Kamera sagst, dann ändert sich. Mein Name ist Frank Eberhard. Okay. Boah, dieser Frank Eberhard kriegt jetzt so. Oh mein Gott, Frank Eberhard. Das Bild, was sie bei Frank Eberhard sieht, das ist nur ein Fake-Bild. Tschuh, steckt dahinter, ne? Solange man nicht drin steckt. Bitte. Oh, perfekt aufgekommen. Ich? Okay, jetzt weiß ich Bescheid. C-Dur. Ja. C-Dur Moll. Das war C-Dur Moll. Ja, passt. Das war's vom Flying Pandas Dreh und ich sehe schon aus wie so ein gerupftes Huhn. Wer kommt denn da rein? Ja. Alles super geklappt, ne? War richtig geil. Hier ein voll geschwitztes Shirt. Ach, schade. Und jetzt geht's direkt weiter zu den Apes. Ja, Leute, jetzt bin ich bei den Apes. Natürlich werde ich das Ganze mit Jan hier noch ein bisschen ausweiten. Der weiß nichts davon, der denkt immer noch, das ist ein Fake. Normalerweise müsste ja Jan angezeigt werden, weil der ist ja in unmittelbarer Nähe. Ja, das hier ist Jan, der Kleine hier. Ich hoffe, er blickt nicht dahinter. Mal schauen, wie lange es so funktioniert. Ich bin gespannt, lasst euch auf jeden Fall mal überraschen. Jan hat mir erzählt, dass es ein Fake-Profil von mir gibt und er wurde angeschrieben. Musst du mal zeigen, Jan. Warte, ich bin hier gerade bei... Er ist gerade bei irgendwelchen Seiten, die ihr nicht seht. Nee, das ist ein echtes Profil. Das ist kein Fake-Profil. Du bist unter 150 Metern, das ist dein Profil. Nee. Das muss ja hier dann auf der Straße sein. Barbie! Ja, nee, das ist dein echtes Profil. Nein, ich hab ja gar kein Lavu. Doch, das kann. Ja, was ist denn das für ein Zufall? Weiß ich doch nicht. Du musst ja hier rumrennen. Unter 150 Metern. Auf jeden Fall hat sie jetzt geschrieben: So, ich habe mit Jan gesprochen. Bist also ein Fake. Also ich bin ein Fake-Profil und sie ist echt, weil sie mit dem echten Jan gesprochen hat. Ja, aber vielleicht hat. Denkt sie das ja wirklich. Kann ja sein. Da steht ja verifiziert, also das kann ja kein Fake sein. Muss da so ein Foto von dir machen, wo du so einen Code, den du aufschreibst, so vor die Kamera hältst und dann sagt so ein Novo-Mitarbeiter halt, ja, du bist das. Ach so. Ja, krass. Ja, das siehst du mal dann. Es ist so dumm, dass sie das nicht mal checkt. Unter 150 Metern. Leute, lasst euch nicht verarschen, das ist das echte Profil. Barbie hat ein echtes Profil. Nein, hab ich nicht. Ja, doch. Nein. Doch, unter 150 Metern. Ich gehe der Sache auf den Grund. Wo sieht man das, unter 150 Meter? Warte, sieht man das auf dem Display? Wahrscheinlich nicht. Stimmt. Wir werden diesen Fall noch lösen, liebe Freunde. Vielleicht mache ich mir auch ein Profil. Ja, aber antwortet ihr doch einfach mal. Was soll ich denn schreiben? Schreib einfach mal, du weißt schon, wo zu der Haken ist. Ja, guck mal, wir nehmen jetzt Barbies Handy und jetzt antworten wir. Und gucken wir mal. Vielleicht hast du die Push-Benachrichtigung ja nicht an. Jetzt schreibe ich. Scheiße, hast mich enttarnt. So, jetzt nehmen wir ihr Handy. Guck, da passiert gar nichts. Du hast das ausgestellt. Ich hab das nicht. Ich hab ja nicht mal. Zeig den Zuschauern deine Apps. Oh. Da ist ein Lupensymbol. Wie ist der Code? Wie mache ich das? Ich mache jetzt einen falschen, damit das Handy gesperrt wird. Wie viele Versuche habe ich noch? Oh Mann! Ja. Aber hat sich trotzdem gelohnt, so für 2 Minuten. Woher hätte ich wissen sollen, dass du mein Handy nimmst? Wäre noch offensichtlicher gewesen zu sagen. Ja. Ach, Scheiße. Ja, Leute, ne? Nicht Jan verarschen. Ich euch nicht mit mir an. Ja, ist echt so. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben. Oh, wie viele würden jetzt ausflippen, wenn sie dieses Herz bekommen würden von Jan? Freunde, jetzt geht's ja endlich ab. Es ist mal wieder Zeit, Friends. Es ist schon wieder spät. Die Playboys fangen jetzt an. Ihr seht, wir haben das hier auch ganz romantisch. Sieht man das hier drin? Nee, gerade nicht. Aber habt ihr eigentlich diese Kennenlern-App schon runtergeladen auf euren Handy? Wir haben die seit 2 Jahren, glaube ich. Seit echt so lange gibt's die schon? Das gibt's schon richtig länger. Ich bin da sehr aktiv. Aber richtig viele schreiben mir immer, yo, schöner Fake-Account, bla bla bla, du bist das nicht. Und
Das X hatten wir schon gerade, ne? Ist bei dir auch so schlimm? Ja. Und dann sag ich immer, yo, ja, verifiziert. Schöner verifizierter Fake-Account. Genau. Und dann schreiben die nichts mehr. Mach einfach weiter so, du hast den ersten Schritt gemacht. Vielleicht klappt es ja doch irgendwann mit jemand von der Kennenlern-App. Martina, ich habe da aber auch eine Frage an dich. Du bist zwar mit Cheng zusammen, aber würdest du, wenn du Single wärst, die App so richtig aktiv nutzen und das so als zum Kennenlernen benutzen, ja, würdest du machen? Würde ich schon machen. Ja. Freunde, ich habe meine Maus schon gefunden. Oh. Oh. Ja, okay, das machen wir. Komm mit, Maus. 2 bis hä? 3 und 2 und 1 und 1 und 1, 1, 1, 1, 1, 2. Ja, Cenk ist natürlich auch hier. Sehr schön, Cenk. Hier wird die interessiert. Ja, ich hab's ja schon gesagt. Ich bin mit so einem scheiß Move raus. Ihr wisst es, Freunde! Wie zum Beispiel hier. Jetzt kommt da dieser, wo ich so richtig dumm bin. Ja, dieser war nicht so richtig. Freunde, wir sind jetzt hier in der Match-Funktion. Die erste junge Dame, die Marina. 23. Jetzt können wir entscheiden, ob wir die hot or not finden, indem wir halt sie nach rechts swiften, ja, dann wäre like, oder nach links, dann ist so eher nicht. Am Ende schauen wir dann, ziehen wir Resümee, okay, wie Jenkins sagen würde. Ich frage mich als erstes, ja, warum ist dieses Gesicht halb abgeschnitten? Wer stellt Fotos rein, wo sein halbes genau, Gesicht ist? Genau, hier, Jenkins, damit auch mal siehst, das Gesicht, ihr seht, es ist halb ab. Der Kritiker hat sie geschlagen. Bettina kommt gerne ins Bett, wie der Name schon verrät. Und ich hoffe, sie kommt in mein Bett. Nein, das ist da. Kommt da nicht drauf. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Auf was stehen die Jungs eigentlich? Auf welche Typ Frau? Habe ich nicht. Natürlich oder künstlich? Ah! Kann ich echt nicht sagen. Ich habe keine favorisierte Haarfarbe. Das muss man von Frau zu Frau so beurteilen. Frauen müssen... Jetzt kommt's. Dicke Titten. Dicke Titten haben. Geiles Popöchen. So ein Kerl, der liegt auf dem Boden. Und geile Kurven. Wow. Und bei dir, Jan? Nee, ist wie bei André. Jan ist okay. Also ich habe festgestellt, bei mir ist so, wenn da eine Blonde langläuft, dann nehme ich die schneller wahr, so instinktiv. Aber die kann auch braunhaarig sein, dann nehme ich die trotzdem. Ja, das ist voll komisch, ne? Das ist blond, weckt so ein Urinstinkt in einem. Jedes Mal, wenn ich Instagram öffne, sieht man bei mir nur nackte Ärsche. Und irgendwelche Frauen, die halb nackt sind. Aber es sind diese ganzen Fitnessseiten, die ich abonniert habe. Und noch so ein paar andere Mädels. Ja, es kommt auch an, was du abonniert hast. Aber man kann sich ja auch als Frau schöne Frauen angucken, ne, André? Bist du neidisch? Nee, nicht neidisch. Ich hole mir nur Inspiration. Ich liebe dieses Licht hier. Voll ohne Augenringe und so. Ich bleib jetzt einfach hier sitzen die ganze Zeit. Die Vlogs kommen jetzt nur noch von dieser Position hier. Pandas und die Apes in einem Video, Wahnsinn. Ja, wir sehen uns die Tage wieder. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye. Tschüss, liebe Freunde. Mir macht Cheng immer Cheng auch drüber so.